Hey, ihr habt jetzt die letzten 2 Wochen ziemlich wenig von mir gehört. Ihr könnt euch ja denken, warum. Ganz einfach, ich habe sehr, 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 sehr viel Zeit gebraucht, um dieses tolle 24-Stunden-Rennen irgendwie verarbeiten zu können. Genau, 1,5 GB. Das ist eine Folgengröße. 1,5 TB an Rohdaten habe ich aufgenommen. Und das zu verarbeiten, alter Falter, ist das ein Aufwand. Ich habe viele Sachen ausprobiert. Leider musste ich dann doch die schlechteste nehmen. Und die schlechteste war, ich musste wirklich die ganzen 25 Stunden am Stück encodieren, 25 Stunden am Stück encodieren mit einer Geschwindigkeit von ungefähr einem Drittel der Videogeschwindigkeit. Heißt also dreimal so lang wie das Ursprungsvideo, heißt 25 mal 3 Stunden hat das ganze Encodieren gedauert und natürlich am Stück. Und die letzten Tage war es ja schön heiß und dann musste der PC auch noch durchlaufen, wunderbar. Na, auf jeden Fall sind es jetzt 100 Parts. Ich habe das automatisch splitten lassen in 15-Minuten-Teile, damit ich die ordentlich hochladen kann. Stück für Stück. Bin jetzt gerade bei 65 von 100. Das wird noch ein bisschen was dauern. Die Nacht ist rum. Die Nacht ist immer ganz gut. Die lässt sich besser komprimieren, weil da weniger Detail drin ist. Deswegen denke ich mal, habe ich die Hälfte an Dateigröße hochgeladen und die andere Hälfte kommt jetzt noch. Aber naja, schaffe ich auch noch die anderen Parts hochzuladen. So, was ich noch nicht habe, ist ein Thumbnail. Eventuell schalte ich schon welche frei ohne Thumbnail oder ich kriege noch eins fertig. Vielleicht macht Chris mir auch eins. Mal gucken. Wird auf jeden Fall eine eigene Playlist wie gewünscht. Fände ich auch sinnvoll. Der Zeitsprung wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Aber der Kontextwechsel, dass es halt nicht mehr ich alleine bin und das natürlich auch ein Qualitätsunterschied insbesondere in der Audiospur da ist, finde ich rechtfertigt schon eine eigene Playlist. Aber insbesondere der Kontextwechsel. Ja, Audio habe ich nichts mehr dran gemacht. Ich hatte eigentlich gesagt, will ich noch was dran machen. Das Problem ist, ich kann nicht 25 Stunden Audio überprüfen. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, so von den Stellen, wo ich reingehört habe, okay, drehen wir das Spiel noch ein bisschen lauter. Aber dann hört man doch nochmal an andere Stellen rein und dann hört man da im Hintergrund jemanden reden aus der anderen Ecke des Raums. Und wenn ich das Spiel da lauter machen würde, würde man das vielleicht nicht mehr so wirklich verstehen. Deswegen habe ich das alles so gelassen, wie es war. Gegen das, was übersteuert ist, kannst du eh nichts machen. Von daher, man kann es auf jeden Fall überleben. So schlimm ist es nicht. So, und diese 115-Minuten-Teile werde ich jetzt raushauen. Und zwar Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Freitag, Samstag, Sonntag halte ich mir für andere Sachen. Sind also 4 Folgen pro Woche. Ich habe mich dagegen entschieden, alles auf einmal zu veröffentlichen. Mir wäre es ehrlich gesagt am liebsten gewesen, alles auf einmal zu veröffentlichen. Aber die Erfahrung zeigt leider, alles auf einmal veröffentlichen bedeutet, keiner guckt es sich an. Und klar, natürlich haben viele jetzt halt auch auf Twitch schon viele Teile geguckt und vielleicht auch im Nachhinein mal reingeguckt. Aber ich möchte doch, dass das Ding zumindest ein paar Klicks kriegt, weil da ist so viel Aufwand drin, das nochmal in einer etwas besseren Qualität auf YouTube on demand bereitzustellen. Das möchte ich nicht, dass das danach eine Playlist ist, wo das erste Video 50, das zweite 30 und dann vielleicht das danach noch 10 hat und die danach dann vielleicht 2 Aufrufe. Und das finde ich, wäre der Aufwand nicht wert. Klar lässt sich darüber streiten, ob das überhaupt den Aufwand wert ist für so wenig Aufrufe, aber naja. Deswegen mache ich es auf jeden Fall an einzelnen Tagen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also das, was man als Wochenende bezeichnen könnte, Freitag, Samstag, Sonntag, das bleibt offen für andere Sachen. Da würde dann halt zum Beispiel das Gran Turismo 6 Community Rennen vom letzten Mal kommen und die eine Folge mit dem fehlerhaften Ton, die ich noch nachreichen muss. Aber das dauert, bis ich die nachreiche. Und ich bitte euch, ich bitte euch, bitte euch, bitte euch, erinnert mich daran, dass diese Folge noch fehlt. Weil ich werde wahrscheinlich erst in Wochen oder so dazu kommen, das nochmal aufzunehmen. Und bis dahin könnte ich es wieder vergessen haben. Also bitte erinnert mich in regelmäßigen Abständen mal dran. Ich werde jetzt nicht sagen, Alter, halt die Fresse, ich habe da schon dran gedacht, sondern ich werde dann eher sagen, okay, danke, habe ich zwar schon dran gedacht, werde ich bald machen. Aber die Erinnerung wäre mir dann in dem Fall trotzdem sehr wichtig. Und wenn ich es wirklich vergesse, dann haben wir nachher eine Playlist mit, was weiß ich, 380 Folgen von Gran Turismo 6. Und dann ist da so eine Folge 258 oder so. Ich meine, 258 war es. Die einfach nicht da ist, die einfach fehlt. Und das wäre schlecht. Ich muss sie nämlich komplett neu aufnehmen. Ich habe das Videomaterial nicht mehr. Audiomaterial habe ich natürlich auch nicht mehr, ganz klar.
Von daher muss ich das neu machen. Ist ja auch beim 24-Stunden-Rennen so ein Problem, weshalb ich mich dann dafür entschieden hatte, es so zu machen, dass ich alles am Stück encodiere und dann im Nachhinein in kleine Stücke, Zerhackstücke, wie der Hackfleischhassende Zerhacker, dass ich einmal das richtige Video komplett am Stück habe, 25 Stunden, einmal das richtige Audio 25 Stunden am Stück habe, dann zusammensetze und dann hacke. Weil dann kann es nämlich nicht passieren, was mir so ab und an mal passiert, dass ich für jede Folge Audio und Video einzeln habe und die dann zusammenziehen muss. Da kann es nämlich mal vorkommen, dass ich ein altes Ding erwische. Oder vielleicht auch, weil es einfach falsch benannt wurde. Und beim 24-Stunden-Rennen zum einen hätte ich 100 Folgen und Probe hören müssen, was natürlich schon mal, naja, ist jetzt nicht so realistisch, das wirklich zu tun. Vor allem, weil kommt auch häufiger mal vor, dass ich Probe höre und denke, ja, passt. Weil, okay, diese beiden Schaltgeräusche haben aufeinander gestimmt, what are the chances? So wie es aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass die Schaltgeräusche aufeinander passen bei einem Gran Turismo-Video, wo Audio von einer anderen Folge ist. Von daher kann man sich da nicht so drauf verlassen. Bei GT5, 24 Stunden, sollte das alles passen. Wenn dann was nicht passt mit dem Audio, dann höchstens irgendwie Audioversatz, dass es nicht synchron ist. So, aber selbst da könnte ich nicht wirklich viel dran machen, weil ich kann jetzt nicht die 1,5 Terabyte die ganze Zeit behalten. Sobald ich die Einzelfolgen hochgeladen habe, wird das Ganze gelöscht. Ich habe sicherheitshalber nochmal das Gesamtencodierte als ein 25-Stunden-Video mit 150 GB. Das werde ich erstmal behalten. Das könnte ich dann nochmal zerhackstückeln, wenn irgendwas los wäre, aber sonst keine Chance mehr, das irgendwie zu retten. Die Wiederholung könnte ich natürlich nochmal aufnehmen. Die ist wirklich tatsächlich vollständig vorhanden auf der PS3. Man kann sie nicht exportieren, aber sie ist vollständig vorhanden von dem Rennen. Naja, so, jetzt bin ich wieder dahin zurückgeschweifen. Wollte ich gar nicht. Gran Turismo 6, Community-Rennen vom letzten Mal, kommt dann Freitag, Samstag, Sonntag. Andere Sachen kommen auch Freitag, Samstag, Sonntag, Uhrzeit wie immer 18 Uhr. Ich kann nicht versprechen, ab welchem Freitag, Samstag, Sonntag die Sachen kommen. Müsste halt einfach gucken. Ich denke, die ersten GT6-Folgen werden am kommenden Samstag, Sonntag kommen. Also heute ist der Samstag, nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende. Da wird es auch Sachen mit O-Ton geben und Sachen, die nachkommentiert sind. Ja. Gut, gibt's sonst noch was? Ich glaube nicht. Dann sage ich mal Schau. Ich hoffe, viele Leute werden sich GT5 24 Stunden angucken, es hoffentlich gut finden und auch ansonsten ihr Feedback dalassen. War auf jeden Fall eine coole Sache. Klar, Nachbearbeitung, beziehungsweise ich habe ja nichts aktiv nachbearbeitet, außer ein bisschen zu schneiden. Sagen wir Nachverarbeitung ist natürlich immer mega aufwendig. Aber naja, machst du nichts dran. So, ich bin erstmal wieder raus. Das war mein hauptsächlich GT5 24-Stunden-Rennen bezogenes Update. Es wird auch ein Highlight-Video geben von den Fehlern und Strafen. Ich weiß nicht, ob ich es vorne ranstelle oder nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Video, was dann Donnerstag, was dann nicht Montag bis Donnerstag kommt, sondern an einem Freitag, Samstag oder Sonntag, weil es nicht direkt in der Reihe kommt, sondern ist praktisch ein Highlight-Clip. Naja, so. Danke auf jeden Fall nochmal fürs Zuhören dieser 9 Minuten. Und man sieht sich dann irgendwo, irgendwann. Ciao.